Ah, tat das gut. Ist euch übrigens mal was aufgefallen? Dieses Spiel ist verwirrend für mich. Was hat der denn schon wieder für einen Stress? Kackviech. Ich verstehe das nicht. Die können sich doch hier in Sicherheit wiegen, oder nicht? So, dann gucken wir noch mal eben, was wieder kaputt ist. Nix, sehr gut. Aktivisten, solltest so schnell wie möglich One-Way-Glas dahin basteln. Ist halt direkt am Hauptweg. Ja. Deswegen ja auch die Forschung, ne? Das ist ja der Plan, dass das so schnell wie möglich freigeschaltet wird. Und sobald wir die Technikforschung abgeschlossen haben und das Glas zur Verfügung haben, werden alle Glasflächen sofort entsprechend fertig gemacht. Deswegen investiere ich da ja auch lieber am Anfang ein bisschen mehr, damit das so schnell wie möglich erforscht wird, ne? Ich muss ja ein paar andere Sachen auch noch erforschen, also insofern... Ja, das ist schon das... genau, das ist echt mit diesen gestressten Tieren... Das sind zu viele Tiere in dem Wüstengehege? Können wir was verkaufen? Kriegen wir Geld? Kohle. Warte mal, wir können ja bei der Schabe mal eben gucken. Haben wir da irgendwas Sinnvolles bei? Nö, ne? Also kommen wir, ja, jetzt geht was bei den Gabelböcken los. Was ist denn hier jetzt schon wieder für eine Hektik in meinem Zoo? It's crazy. Hallo, du hattest mir den Namen schon mal gesagt, ne? Aber ich habe ein Namensgedächtnis seit meinem schweren Fahrradunfall vor... Das muss ich mal eben rechnen. 24 Jahren? Das passt. Dem habe ich nicht mehr so mit Namen, das ist... Da habe ich mir angewöhnt zu sagen, Namen sind was für Grabsteine. So, warte mal. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Hallo. Gabelbock. Gefährliche Alpha-Kämpfe. Ist denn hier schon einer erwachsen? Dann lass uns mal ganz schnell zu den Gabelböcken wandern. So, dann nehmen wir den da raus, dann gibt es auch keine Alpha-Kämpfe mehr, ne? So sieht er nämlich aus. Wir machen Verlust, alles klar. Dann können wir mal eben in den Vivarienhandel gehen. Können wir hier von irgendwas gebrauchen? So, ich heiße dich herzlich willkommen, aber dein Name ist was für einen Grabstein. Auch eine Art und Weise, Hallo zu sagen. Ja, nee, Namen sind generell was für Grabsteine. Dadurch, dass ich echt Probleme habe, mir Namen zu merken. Gesichter ist kein Problem und ich kann ja wahrscheinlich in 3 Jahren noch sagen, was wir heute besprochen haben, aber Namen ist furchtbar. Ich weiß ja auch nicht, warum ihr euch nicht alle einfache Namen wählt. Sowas wie Horst oder Frambert oder so. Damit kann man noch leben, aber... S-C-R-X-M-Z-Y. Ja? Ja? Da sind ja so viele Buchstaben drin, die du nie verwendest. Mein Name ist mein PS4-ID. Na gut, aber auch die hättest du ja Frambert nennen können. Gut, Frambert ist jetzt vielleicht ein Name für sich, aber... Verstehst du? Hm? Skrismi. Nee, Skris. Da kriegst du doch Knötchen im Züngelchen, oder? So. Hallo du. Das funktioniert immer. Udalrich.
Ja, das ging aber noch. Udalrich, du siehst, kann ich sofort lesen. Ne? Skremsi. Ja, wo ist denn da das Ä? Verstehst du? Da fehlt mir das Ä. Das ist Kremzi. Kremzi, das kriegt noch, aber das Ä, das fehlt mir da. Dann hätte ich das sofort drauf. Oder wenn du dir besser merken kannst, dann Selina. Wenn ich das jetzt noch verknüpft kriege, ne? Dann hast du es geschafft. Wenn ich mich daran erinnere, dann hast du es wirklich geschafft. Also sowas mir zu merken, aber ich versuch's. Man soll ja immer an seinen Herausforderungen arbeiten. So. Merken. Mal gucken, mal gucken. So, wir wollten mal eben ein bisschen Geld verdienen, indem wir ihn hier verkaufen und hier von den Küchenschaben weg. Der Mensch wächst an seinen Herausforderungen oder geht elend zugrunde. Nick, du hast so recht. So ist das. Es ist genau so. Warum kann ich den jetzt nicht benennen? Das Spiel hasst mich. Selina ist ein Name. Ja, das stimmt. Und damit Ebis Game. Hallo und herzlich willkommen zurück vom Gassi gehen. Ich hoffe, den Hund ordentlich ausgewrungen. Ja, war eine feuchte Angelegenheit, wahrscheinlich feuchte Angelegenheit für beide, ne? Der Preis ist leider immer noch fair. Ich habe ja, es ist aber diesmal auch, weiß ich nicht, ein bisschen schwierig hier an Geld zu kommen, ne? Ich glaube, wenn ich den jetzt auf 10 Euro hochmache, dann motzen die wieder. Ja. So, dann beantworte ich dir mal eben die Frage. Das ist der letzte Kampagnenzoo. Spielen wir auf Mittel. Und Auftrag ist, in dieses relativ kleine Gebiet hier, ja doch, hier seht ihr einen Mauszeiger, einen Zoo mit 7 Gehege zu bauen und den am Ende so zu haben, dass ganz, ganz viele tolle Werte erreicht werden. Nachteil ist, da wir ja in der Kampagne sind, ist hier von meiner Konkurrenz immer jemand unterwegs und zerstört mir Sachen. Wobei wir das gerade relativ gut im Griff haben. Die Großschabe hat schon wieder Nachwuchs. So. Was wollte ich jetzt machen? Ah, Geld verdienen, ne? Wieso machen wir denn immer noch so viel Verlust? Aber es hält sich ja in Grenzen, ne? Bei den Käufen haben wir jetzt schon ein bisschen Plus gemacht. Die fallen ja weg, sobald wir nicht bauen. Kontinuierliche Ausgaben, die Darlehensrückzahlungen sind auch die 10. Also wir sind in der Nähe des Gewinnbereiches. Ne, wir sind im Gewinnbereich. Weil wenn wir Darlehen und die Darlehensrückzahlung, dann sind wir doch schon im Plus. Tja, müssen wir nur noch die Darlehen wegkriegen, wa? So sieht das nämlich aus. Und das ist nur noch der hier. Das heißt, wir sind auch wieder... Lohnkosten sind sehr hoch, nicht Futter. Die Lohnkosten, ja, wir sind... Wobei... Ach, nein. Das ist mir alles zu kapitalistisch hier. Ja, die Lohnkosten sind deswegen zu hoch, weil wir eben in der Forschung schon Leute drin haben. Eigentlich müsste ich sogar, wenn ich das so mache, noch einen Arzt einstellen. Haben wir ihm auch schon gesagt, aber er will nicht hören. Nee, da bin ich eisern. Dann sollte er mal hören. Nein, warum? Ist doch okay. Ein bisschen Minus ist doch nicht schlimm. Der rheinländische Sturkopf.
So ist das. Nein, weißt du, auf der einen Seite soll ich ganz schnell Glas erforschen, ne? Aber auf der anderen Seite alles rausschmeißen, was Personal ist, weißt du? Das geht doch nicht. Würde nur einen Tierarzt und einen Techniker lassen. Ach, dann komme ich mit der Forschung aber nicht fertig. Ich will forschen. Die Darlehen sind so teuer. Es liegt wieder am Kapitalismus. Weißt du, die Bank hätte mir das auch schenken können, das Geld. Aber nein, wichtig, die blöde Bank füttern, weißt du, damit die Geld kriegt. Dann kann ich ja den armen Tierarzt rausschmeißen, der dann im Regen hier, guck dir das mal an, für seinen Midi-Lohn. Prioritäten setzen. Eben, genau so mache ich das. Ich bin da eiser. Nein, das holen wir doch auf. Das ist doch alles, weißt du, mal ein bisschen Minus haben auf dem Konto. Ei, dann forsch doch. Ja, wir sind dabei. Guck mal, hier haben wir schon wieder eine Veterinärforschung abgeschlossen. Hm? Können wir dem Strauß vielleicht was Gutes? Warte mal, wo ist denn der Strauß? Strauß. Da. Kurioses, Bildungsbonus und Lebensqualität durch Futter. Und was hat der Strauß gebraucht? Na, na, na? Habe ich es richtig im Kopf? Futter, siehste. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte nicht geforscht. Da stand doch gerade Futterbeschäftigung, oder nicht? Manchmal, aber nur manchmal. No, wir machen das nochmal langsam. Also, Strauß. Lebensqualität durch Futter. Ach so, das ist noch in der Forschung drin. Ja, dann will ich nichts gesagt haben. Könntest du dir aber wegen kein Geld dann auch nicht leisten? Ja, ich habe aber die Möglichkeit, 25.000 Euro wieder an Kredit zu nehmen, im Zweifel. Die habe ich nämlich schon mal gehabt und zurückgezahlt. Also insofern, wir können unsere Kredite bedienen und wir sind nicht wahnsinnig im Minus. Das geht. Jetzt kommt der Finanzanlagenfachmann raus und sagt sich, dass das ja kein unsinniger Kredit ist, sondern es ist ja ein Investitionskredit. Und das ist schon okay, da mal ins Minus zu rutschen. Anders ist das, wenn ich mir davon jetzt ein neues iPhone kaufen würde. Dann wäre das ein Kredit der Dummheit. So, der Bison wird bald Nachwuchs haben. Wollen wir mal gucken? Geschmust im Gras haben sie ja schon. Übrigens, das ist auch eine Sache, die ich ehrlich nicht verstehe. Die haben die Kacke physikalisch im Griff. Siehst du? Wenn er da mit dem Schwanz durchgeht oder so, stößt er die weg. Aber durch irgendwelche dicken Wände, da können die Leute durchgucken. Jetzt leg dich doch nicht in die Kacke. Das ist ja widerlich. Also ich mach dir das Fell nicht sauber, Hasenzahn. Und wo ist jetzt das Ding dahergekommen? Ja, aber nicht die Kuh aufsaugen, ne? Den Bison. Ich werde nervös, sobald da ein rotes Symbol bei den Zahlen ist. Auch wenn ich 2 Mille auf dem Konto habe. Ah, du bist unentspannt, Nick. Das merke ich schon. Ganz entspannt, ganz hier müde. Es ist doch hier, guck mal, ist grün. Viel schlimmer wäre, wenn die Kuh jetzt tot umfallen würde. Da würde ich mir Sorgen machen. Dann kann ich mir nämlich keine neue leisten. Wir sind auf einem guten Weg. Alles gut. Alles gut. Guck, wir haben Spendendöschen. Wir haben einen kaputten Mülleimer. Wir gucken nochmal, wie zufrieden sind die. Zoopreise sind immer noch fair. Also teuer wird der Zoo nie. Bildung 0%. Guck mal, das sind 100 da. Hier sind wir schon wieder im Plus, jetzt sind wir wieder im Minus. Hm? Bin aus dem Mittelrheinland, nicht vom Nordrhein. Ich bin übrigens auch kein Nordrhein. Naja. Das, ich gehöre eigentlich nirgendwo zu. Wenn man es ganz genau nimmt, weil ich so zwischen den Gebieten wohne. Bin ich entspannt, wenn es um Schulen geht? Doch, doch, doch. Also du kannst ja eh nichts dagegen machen. Also ich bin übrigens schuldenfrei, ne, im Real Life. Also ich halte auch Schulden zu machen für... Achso, erwartet Nachwuchs. Für relativ blöd, sowas zu tun.
Es kommt aber immer auf die Art der Schulden an. Also wenn es Investitionsschulden sind, ne, wenn du dir eine neue Maschine kaufst und damit mehr Geld verdienen kannst. Koblenz, ist das noch Nordrhein-Westfalen? Ist das überhaupt noch Deutschland? Weiß ich gar nicht. Nee, Hagen-Wuppertal. Lass mich raten, da hat jemand Stress. Habe ich hier eigentlich schon eingegeben? Doch, ne? Habe ich, oder? Ja, sehr gut. Rheinland-Pfalz, diese Sache ja. Bin mal eben mit dem Hund draußen und essen. Jetzt habe ich ein Déjà-vu. Von da kam ein Kommiliton. Hatte studiert. Was hast du denn studentiert? Achso, weil Dingens hier. Ebis Game war gerade draußen mit dem Hund. Und ich habe eine kurze Pause gemacht, weil Essen. Da kam das leichte Déjà-vu raus. Ich hatte aber auch einen Knast, ne? Das ist ja unglaublich. Aber ist klar, das ist... ich weiß nicht, wann habe ich denn heute Morgen angefangen? Ich habe den Mini-Zoo abgegeben, dann habe ich noch irgendwas gemacht und dann habe ich mich ein Schläfchen gewagt und dann bin ich, glaube ich, so um 5 oder so heute Morgen wieder aufgewacht und der Niklas ist da. Ja, guck mal. Stimmt, von dem habe ich auch schon lange nichts mehr gehört, wa? Warum hat der denn schon so einen komischen Hut auf? Der ist doch bekloppt. Und im Spiel ist der auch nicht ganz sauber. So, und dann habe ich heute Morgen eine Folge Staxel, die 14 Uhr Folge Staxel aufgenommen. Und dann habe ich 20 Folgen YouTubers Live aufgenommen am Stück. Und dann war irgendwie 13 Uhr oder was und dann war ich wieder müde. Siehst du, wenn ich jetzt ein Techniker, da komme ich von Toilette und höre, der Niklas ist da und denke mir, was zur Hölle. Ja, aber hast du den gesehen? Hier, ich glaube, das ist er, ne? Niklas Gaming 48, das ist doch bekloppt, der Typ. Guck dir den doch mal an, wie der hier rumläuft. Hä? Ich sag ja, ich kenne Leute. Die haben den Geldautomaten mutwillig zerstört? Ach, das geht doch. Man kann also bei solchen Sachen dann doch den Techniker rufen und muss das nicht ersetzen. Coolio. Coolio. Das bin ich zumindest nicht. Was? Techniker? Ich springe manchmal ein bisschen schnell in den Themen, ne? Wollen wir den Strauchdieb schon wieder? Der will mir nicht mehr Grounded aufnehmen. So, ja, wer läuft denn mit so einer Kappe rum? Ja? Der ist doch fertig, der Typ. Der Simbel da. Unglaublich. Hier, Bildung, ne? 20%. Ich habe schon größere und bessere Zoos gesehen. Ja? Das ist doch immer diese Kritik. So, das weniger aber Fragen stellst im Sekundentakt, Grins. Ja, ne? Ja, ich bin ein neugieriger Mensch. Ich, das arbeitet, mein Gehirn arbeitet viel zu unkoordiniert und schnell alles ab. Das muss alles viel schneller gehen. Ungeduld ist mein zweiter Vorname. Nee, stimmt gar nicht. Wer dann der dritte? So, ich weiß ja auch nicht, warum die Übertragung immer so lange dauert. Warum ist das hier nicht 1:1 live? Ist live.
Na, 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 na. So, noch eine Barriere. Ne, wir erforschen nämlich jetzt den Einwegspaigel.